Hallo, Hallo, ihr Lieben. jetzt kommen wir zu dem versprochenen Video zum Thema Freistehen. Wir wollen euch unsere Erfahrungen sagen und wir würden auch gerne von euren Erfahrungen profitieren. Aber erst kommt das Intro. Jetzt willst du erst mal was sagen wegen Heckgarage, oder? Also wir haben uns das schon vorgenommen, heute das Video zu drehen und dann hatten wir ein kleines Malheur in der Heckgarage. Da ist nämlich noch eine spanische Bierdose ausgelaufen. Ja, und es hat richtig gestunken Ja. nach Bier. Und da haben wir jetzt das gemacht, was wir uns schon lange vorgenommen haben, die Heckgarage aufgeräumt. Und das wollen wir euch jetzt zeigen, wie das bei uns ausschaut. Genau. Ja, da habe ich einen Platz dafür. Ich kann es dir dann gleich zeigen. Wir sind jetzt hier nämlich ein wenig am Aufräumen und der Grund ist, eine Bierdose ist ausgelaufen und das habe ich jetzt sauber gemacht. Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann räumen wir nämlich jetzt gerade mal wieder auf. Mich stört es, dass das Zeug alles einfach nur rumliegt. Kann man viel Bei besser uns verwenden. wird nur aufgeräumt, wenn noch mal was passiert. Gell, Ossi? Ja, von wegen, ja. Nur verschiebt man das manchmal sehr gerne. Und Das haben wir lang verschoben und jetzt stellen wir fest, wir vermissen unser Wanddreieck. wisst ihr, wo wir das haben? Helft uns mal ein bisschen suchen. Also, wir können es einfach nicht finden. Naja, suchen wir mal noch. Im Notfall brauchen wir halt ein neues. Allerdings, wo könnte das abgeblieben sein? Gebraucht haben wir es ja noch nie. Zum Glück waren wir nur in Spanien und in Frankreich. Ja, und bei unserem Crash auf der Autobahn haben wir es ja gar nicht gebraucht. Nee. Ja, also manchmal ist es echt, Verbandskasten ist da, Wanddreieck findet man nicht. Ja, alles Mögliche. Von wegen, wir haben keine Kids. Aber durch das, dass in jedem Eck was anderes liegt. Jetzt wird wieder mal Ordnung in der Heckgarage gemacht. Ja. Wieso muss das Zeug alles lose irgendwo rumfahren? Kein Mensch findet es, wenn man es braucht. Doch, Nein. der Helle weiß wohl, was ist. Ja, man sieht es am Wanddreieck, gell? Das brauche ich auch so. Bestimmt. Bestimmt. Ich hab's, ihr braucht nicht mehr Hilfe, ich hab's gefunden. Und natürlich, klar, hinterhinter 100.000 Sachen. Ja, ich hab's. Wenn eine Polizeikontrolle gewesen wäre, wären wir zu Unrecht bestraft worden. Wir haben es dabei. Nein, wir hätten erst die Garage aufräumen müssen, hätte mal gesagt, hallo, wir haben's. Aber ihr müsst ein bisschen warten. Ja, genau. Geschafft haben wir es. Nur noch ein bisschen einräumen und dann haben wir wieder alles perfekt. Also das Thema Freistehen, es gibt natürlich ganz unterschiedliches Verhalten mit dem Wohnmobil. Der eine fährt gern auf den Campingplatz, ist ja okay, ist legitim. Machen wir übrigens auch gern im Ausland zumindest, weil man da seine Versorgung hat. Ja. Der andere stellt sich nur auf Stellplätze, das macht man nicht so gern, weil man da nebeneinander steht und wir ganz gern uns ein bisschen breit machen. Und dann ganz Freistehen ist natürlich das Tollste von allem, darf man nicht überall. Und so wie wir es jetzt erwischt haben, stehen wir an einem offiziellen Wohnmobilstellplatz und sind ganz alleine. Ab und zu kommt der Hundespaziergänger, ja. Ja, obwohl so hundertprozentig alleine sind wir ja nicht, weil heute Nacht hat hier ein Wohnwagen gespannt geparkt. Ja. Die sind jetzt weg. Wir haben gedacht, okay, die haben ja hier nur übernachtet. Aber nein. Was haben sie gemacht? Sie haben sich hier ausgebreitet mit Liegestühle, Sonnenschirm, sogar Blumen stehen da. Also wir gehen davon aus, die kommen heute mal noch mal. Sieht aber irgendwie schon ein wenig lustig aus. Ja. Also,
Freistehen bedeutet für viele Stress. Das haben wir auch schon oft gesehen, wenn wir irgendwo an einem Platz ganz alleine gestanden sind und dann kam ein zweiter Camper, dann hat er sich nicht irgendwo ans andere Eck hingestellt, sondern der hat sich dann direkt an uns rangekuschelt. Das ist uns also schon riesig oft passiert und das zeigt mir, dass manche Leute ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben, indem sie sich direkt neben einen anderen stellen. Denn mit Aufräumen hat es ja nichts zu tun, wenn ein großer Platz frei ist. Also wir stellen uns dann genau ans andere Ende höchstens, ja. Und wenn sich da jemand direkt an einen rankuschelt, dass man gerade noch einen Meter Platz hat, dann finde ich das eher ein wenig unangenehm. Aber das ist wahrscheinlich das Sicherheitsbedürfnis. Grundsätzlich haben wir so gut wie nirgends Angst, wenn wir irgendwo in Deutschland stehen. Also Cool. im Ausland, da fehlt uns einfach die Erfahrung dazu. Aber die haben wir jetzt auch ein bisschen gesammelt, gerade wie wir in Spanien und in Frankreich gewesen sind. Und gerade dieses Thema Freistehen in Südfrankreich und in Spanien, wo ja so häufig gewarnt wird, da haben wir uns unsere Gedanken dazu gemacht und die wollten wir jetzt mit euch teilen. Zunächst muss ich mal eins vorausschicken. Also ich bin ja auch schon lange mit dem Wohnmobil unterwegs und ich bin früher auch immer regelmäßig auf Campingplätze gefahren, aber ich bin auch frei gestanden, gelegentlich mit dem James Cook. Und ich habe meine Erfahrungen gemacht vor ungefähr 20 Jahren bei Beziers. Da haben sie mir nämlich das Wohnmobil geknackt. Und es ist nichts passiert, weil ich aufgewacht bin, wie die Zentralverriegelung geschnappt hat. Und offensichtlich wollten die nur vorne die Tür aufmachen oder der, ja. Und wollte das Ganze ausräumen, was er schnell greifen kann. Ich bin dann am nächsten Tag zur Polizei gegangen, weil ich die Beschädigung an der Tür entdeckt hatte. Und die haben mir gesagt, dass das laufend vorkommt. Damals stand auch noch ein französisches Wohnmobil direkt neben uns. Nicht neben uns, na bei dir. Neben mir, ja. Und ich habe dann in Erfahrung gebracht, dass das häufig eine Masche ist, dass sich Franzosen mit einem Wohnmobil wohin stellen. Also nicht der Franzose generell, sondern diejenigen, die was vorhaben, dass sich da Leute dazustellen. Oder was ich auch schon häufig gehört habe, ist, dass man sich wohin stellt und dann kommt ein Wohnmobil, stellt sich nebendran hin. Und das sind dann diejenigen, die einen in Sicherheit wiegen wollen und dann nachts knacken. Das so viel einmal zur Theorie. Wir waren jetzt im Urlaub mehrmals freigestanden. In der Sierra Nevada waren wir zweimal freigestanden, in Alicante waren wir freigestanden, in der Camargue, das war ein aufgelassener Campingplatz, wo wir gestanden sind. Ja, Ja, der war geschlossen noch zu dem Zeitpunkt. bei, bei Toulouse waren wir freigestanden, also direkt in Südfrankreich. Und es war dann auch ein bisschen eine komische Begegnung, weil wir waren da ganz alleine gestanden an einem Platz. Da waren, im Hintergrund waren noch ein paar LKWs. Und dann auf einmal hören wir ein Fahrzeug und direkt neben uns, wie ich es gerade geschildert habe, ja, der ganze Platz mehr oder weniger leer und direkt neben uns stellt sich ein Wohnmobil hin. Und ich bin dann raus, habe jetzt erst das geschaut, weil das kam mir eben dann in den Gedanken so verdächtig vor. Das war aber ein Spanier und das war alles harmlos. Und der hat also offensichtlich auch nur die Nähe gesucht. Ja, der hat uns da stehen sehen und hat die Nähe gesucht. Wir waren am Cabo de Palos freigestanden. Allerdings frei heißt nicht in einer Camperzone, da waren viele andere. Und auf der Heimfahrt in Spanien, da sind wir dann an einem Bar gestanden und das hat sich dann als nächtlicher Unruhestörer herausgestellt, weil ja die ganzen LKWs vorbeigefahren sind. Ja, also da haben wir uns extra an einem Park in einer größeren Stadt, haben wir da uns hingestellt. Da war ein Park und da gab es viel Parkplatz, haben wir uns natürlich hingestellt und sind davon ausgegangen, dass es da nachts ruhig war. Ja, das war leider ein Trugschluss. Also das war eigentlich meine schlechteste Nacht, die ich jetzt im ganzen Urlaub hatte, aber nicht aus irgendwelcher Angst, es könnte was passieren, Sondern wegen der sondern Unruhe. wegen der Unruhe, wegen dem Lärm von den vorbeifahrenden Autos. Wir haben ja, wie wir in Motril waren, den Freistehplatz verlinkt. Also in Motril waren wir ja an dem einen Platz, das haben wir im Video sogar erwähnt, wo es so halboffiziell erlaubt gewesen ist, eigentlich verboten, aber geduldet offensichtlich. Das ist ja der eine Punkt. Unter richtig freistehen meine ich, dass man eigentlich legal irgendwo am Straßenrand steht. Oder am Waldrand. Oder am Waldrand. Und allgemein heißt es ja, in Südfrankreich oder in Spanien ist es gefährlich. Und das verstehen wir in vieler Hinsicht nicht.
Also was erlaubt ist und nicht erlaubt ist in Europa, da gibt es dieses Heft von ADAC, Wohnmobile in Europa. Da steht drauf, wo man grundsätzlich frei stehen darf, am Straßenrand zum Beispiel oder auf einem Waldparkplatz. Wobei das auch immer Grauzone ist natürlich, da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Aber in Südfrankreich und in Spanien heißt es allgemein, das ist gefährlich. Und wir können nicht nachvollziehen, warum. Wir hatten ganz, ganz kurz noch einen Stellplatz gefunden bei Toulouse. Das hat sich dann allerdings herausgestellt, dass der auf der Autobahn liegt und wir wollen hier die Autobahn meiden. Aber das ist ein offizieller, bei ProMobil ausgewiesener Stellplatz, direkt an der Autobahn und da heißt es, meidet Raststätten auf der Autobahn. Warum? Jetzt wolltest du noch was sagen. Ja, eigentlich darauf wollte ich jetzt natürlich nichts sagen, sondern wir haben viel in kleineren Städten oder Dörfern Ja. übernachtet, also so am Rand von der Stadt. Da hat es meistens irgendwie einen Parkplatz gegeben, also große, also offizielle Parkplätze, auf denen wir dann die Nacht verbracht haben. Ja. Und wir wurden, kein Mensch hat sich daran gestört, wir wurden von niemandem behelligt. Es war Noch nie. alles, Wir hatten noch nie, nee. weder in Deutschland noch im Ausland, ein Ja. Problem damit. Wobei wir in Ländern, wo es also absolut nicht erlaubt ist, wie in Bulgarien, Kroatien und offensichtlich auch Holland, würden wir nie frei stehen. Nein, also Ja. wir respektieren natürlich schon die Gepflogenheiten in den gewissen Ländern, aber wenn es eben laut ADAC erlaubt ist, eine Nacht zu stehen, und ich meine, wir bleiben da ja nicht dann tagelang. Wir machen auch kein Campingverhalten, sondern wir bleiben dann wirklich nur über Nacht. Und meistens haben wir ja dann auch noch am anderen Tag in dem Ort irgendwas eingekauft oder Ja. so. Also jetzt kommen wir nochmal auf Toulouse. Da gibt es den einen Stellplatz direkt an der Autobahn und den habe ich mir eigentlich ausgesucht gehabt. Wir sind da nicht hingefahren, schon mal alleine aus dem Grund, weil es ständig gewarnt wird, auf Autobahnen zu stehen in Südfrankreich. Und vielleicht kann uns das mal jemand erklären, warum wird hier gewarnt? Wir hören auch immer wieder von Gasüberfällen und wir glauben an diese Gasüberfälle nicht. Es kann nicht sein, denn wenn ein Narkosearzt jemanden betäubt, dann benötigt er teures Gas und teures Gas in ein Wohnmobil ziellos einsprühen, das ist Unsinn. Das ist gar nicht bezahlbar, das lohnt sich gar nicht für das, was der eventuell da abgreifen kann. Dann zum Zweiten, da liegt dann die Ussi, ja, und da liegt dann ich und ich habe schon ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Ja, wenn ich betäubt bin, ist die Ossi tot. Ja, also, und man hat eigentlich noch nie von Todesfällen gehört, oder? Nein, das ist ja sicherlich, Also, das sind Kleinkriminelle. Ich glaube auch daran, dass das nicht ungefährlich ist, wenn ich irgendwo in einem Problemviertel bin oder in einer Stadtmitte, wo die Drogenkriminalität vorherrscht, ja. Dann kann ich mir das vorstellen, dass hier jemand eine Scheibe einschlägt oder die Tür aufknackt und dann schnell irgendwas rausnimmt, Navigationsgerät oder sonst was, wo er für 100 € dann wieder verdickern kann. Aber dass gezielt Wohnmobile ausgeräumt werden, die Leute betäubt werden, ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn dann höchstens in der Form, dass jemand reingeht und oder den vorher Betäubungsmittel, das habe ich immer die Theorie gehört, dass jemand da in einen Schnellimbiss gewesen ist und dann ist er ins Wohnmobil und dann haben sie beide geschlafen und nachts sind sie überfallen worden und ausgeraubt worden. Also, und da kam dann die Theorie, dass er Betäubungsmittel in dem Schnellimbiss bekommen hat. Gut, das mag sein, das wäre noch denkbar, aber dass mir jemand Gas ins Wohnmobil reinmacht. Also ich halte die ganzen Gaswanne oder wir halten die Gaswanne eigentlich für unsinnig, denn das kann es nicht sein, mit Gas so ein Wohnmobil unter Gas zu setzen. Dann hätte es mit Sicherheit schon Todesfälle gegeben und davon ist ja nichts bekannt. Zumal es ja auch diese Zwangsentlüftungen in den Wohnmobilen gibt, oder? Das kommt noch dazu, dann müsste man halt noch mehr Gas reinmachen, dass die Zwangsentlüftung das nicht mehr entlüften kann. Aber ja, und weil man das nie ausschließen kann, dass doch mal was ist. Also wir haben ja zwei Schlösser an unserem Wohnmobil. Wir haben die normale Zentralverriegelung, dann haben wir noch diese ABUS-Zusatzschlösser, die natürlich auch von einem Spezialisten geöffnet werden können. Und dann haben wir noch die Titronik. Tronic-Alarmanlage, die uns allerdings auch schon mit Fehlalarmen aus dem Bett nachts rausgeholt hat. Aber wir müssen eins zur Ehrenrettung der Tronic-Alarmanlage sagen: Wir haben es jetzt im Urlaub fast jeden Tag eingeschaltet gehabt und keinen einzigen Fehlalarm gehabt. Ja,
Gott, ja. Gott sei Dank. Ja. Denn so ein Fehlalarm macht doch immer ein komisches Gefühl. Ach, sehr komisches Gefühl, wenn nachts um drei die Alarmanlage losgeht. Ja. Aber also wir haben sie fast jeden Tag eingeschaltet gehabt. Es war kein einziger Fehlalarm und das auch, obwohl wir an Autobahnen gestanden sind. Wir haben trotzdem. Was, an Autobahnen? Ja, also in der Nähe von Autobahnen, ja, im Funkbereich. Ja. Aha, okay. Wir haben trotzdem unsere Vorsichtsmaßnahme in der Form, dass wir unsere Wertsachen nicht vorne im Fahrerhausbereich lassen. Denn falls doch mal jemand reingeht, dann versucht er, so das, was man hört, schnell Wertsachen zu greifen und dann wieder abzuhauen. Und deswegen tun wir unsere Wertsachen alle in den hinteren Bereich, wo wir schlafen, in der Hoffnung natürlich, dass wenn was wäre, dass wir dann aufwachen. Ja. Also bisher sind wir ja zum Glück noch von solchen Erfahrungen verschont blieben. Ja. Und das hoffen wir natürlich auch, dass es so bleibt. Ja. Was wir auch häufig gelesen haben, auch in Vorbereitung jetzt auf unsere Reise, dass an den Einkaufsplätzen, also gerade bei Supermärkten, man am besten eine Person im Fahrzeug lässt, weil da auch öfters was passiert. Auch da würde uns mal eure Meinung dazu interessieren. Mhm. Wir haben das einmal gemacht, aber ja. Und nachher, also wir haben eigentlich da keinen Sinn mehr drin gesehen, denn ja. Also wir haben nirgends Gefahrpotenzial entdeckt, oder? Ja, nein, vielleicht ist es aber auch vielleicht wirklich nur an Touristenhochburgen irgendwie oder auf der Strecke oder ja, also wir sind ja viel diese Nebenstraßen, also nicht direkt diese Hotspots angefahren und eingekauft haben wir ja dann auch in den kleineren Orten und alles. Vielleicht macht es auch noch was aus. Also wir haben, oder ich und du ja wirklich auch, gell? Also wir haben uns eigentlich keine Sekunde unwohl gefühlt oder nein. Ja, also, nix. Also wir haben in der Beziehung überhaupt keine Probleme. Nein. Jetzt stellt sich die Frage, waren wir blauäugig und haben einfach nur Glück gehabt oder wird das Ganze etwas aufgebauscht? Oder hängt es wirklich nur mit den Zielen zusammen, ja, wo man hinfährt? Also uns wird eure Meinung dazu sehr interessieren. Und wenn ihr könnt uns auch gerne mal eine E-Mail schreiben, dann wird man auch das Thema nochmal aufgreifen. Mhm. Wir haben also vielerlei Erfahrungen, auch wenn wir Besichtigungen machen. Da haben wir bis jetzt unser Fahrzeug immer einfach abgestellt. Und ja, was heißt einfach abgestellt? Ich meine, wir machen schon zu auch, sodass man auch nicht einfach reinschauen kann. Ja, was liegt jetzt da rum? Denn ja, manchmal liegt ja auch, wir räumen ja nicht nur auf in dem Homo. Also abends natürlich, die Wertsache kommt weg, aber tagsüber liegt ja dann auch was da. Und wir machen halt einfach zu, sodass man von außen schon gar nicht mal sieht, ist da jetzt irgendwas? Weil wir haben auch schon kürzlich ein Video gesehen von jemand, und das war sogar in Schweden, auf einem Einkaufsparkplatz. Die haben nicht zugemacht, haben einen Rucksack vorne stehen lassen und sind und da ist die Scheibe eingeschlagen worden und der Rucksack raus. Ja, aber das ist die Drogenkriminalität. Ja, genau. Die also sicherlich und, gibt in den Städten. Ja, genau. Und ich würde jetzt auch zum Beispiel nie in Barcelona irgendwo auf einem Parkplatz stehen, eventuell wo vielleicht sogar noch ziemlich frei ist, wo einfach die Autos rumstehen, da sehe ich schon ein Gefahrenpotenzial in den Hotspots, wo die Drogenkriminalität ist. Aber wo wir jetzt in Salamanca zum Beispiel gestanden sind. Ja, oder in Merida oder wie die ganzen kleineren Ortschaften hießen. Auch bei der Alhambra. Ich meine, es bleibt ja nicht einer dann im Wohnmobil zurück und, ja, und der andere schaut sich dann die Sehenswürdigkeit an und dann geht er zurück und der nächste schaut sich's an. Also das ist ja auch nicht gerade Sinn von unserem Urlaub, ja. Und, aber, also es wäre uns schon mal hilfreich, dann eure Meinung dazu zu erfahren, ob es das tatsächlich das oder was das Gefährliche ist an Freistehen in Südfrankreich und in Spanien. Ja, die Überfälle, das ist das, aber... Ja, gibt es da wirklich Erfahrungen? Oder, also, man kennt viele, die jemanden kennen. Die jemand kennen. Und letztens haben wir einen Fall gehört von jemandem, den es passiert ist, aber... Man weiß es nicht so genau. Ja. Also, wir wünschen uns und euch, dass uns sowas nie passiert. Ja, definitiv. Also, das ist... Mit Sicherheit keine lustige Sache, ja. Nein. Wir haben übrigens, und das wollen wir jetzt zum Abschluss noch sagen, ja,
Wir haben ja, unser Gustl ist jetzt dann 5 Jahre alt und wir haben ja immer gesagt, so, wir sind schon ein bisschen auf dem Schauen nach dem, wie es dann nach diesen 5 Jahren oder 6 Jahren weitergeht. Und jetzt im Urlaub haben wir uns da auch viel Gedanken drüber gemacht, haben auch jetzt die Erfahrung vom Urlaub und wir haben da eine Entscheidung getroffen und auch schon konkrete Maßnahmen ergriffen. Was das alles konkret ist und bedeutet, das sagen wir euch in einem der nächsten Videos. Ja, aber es kann schon noch ein paar Tage dauern, bis dieses Video kommt. Ja, weil alles noch nicht ganz unterschriftsreif ist, aber Ziemlich. ziemlich kurz davor. Ja. Ja, und haben wir denn jetzt alles so weit gesagt Ja, von? wir haben jetzt viel gelabert, Ja, aber nichts Konkretes ja, weitergegeben. und wir stehen jetzt hier so schön. Eben hier sind wir in der Nähe vom Rhein. Hier hat es die Rheinauen und wir stehen jetzt hier auch am Baggersee. Ich würde sagen, wir blenden mal den Stellplatz unter Ich ein. bin mit der Drohne drüber geflogen. Ja, okay, dann blendet den Stellplatz ein, wie da heißt. Und ich würde sagen, fahren wir jetzt ein bisschen mit dem Fahrrad, oder? Schauen wir mal, vielleicht können wir da auch noch ein paar Bilder einfangen Also, während wir und. Fahrrad fahren, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und eure Erfahrungen berichten. Das würde uns nämlich brennend interessieren. Warum ist das Freistehen in Südfrankreich oder in Spanien gefährlich? Oder warum nicht? Ja, und sind wir sehr blauäugig oder nicht? Ja, das muss ich nur dazu sagen. Ja, das muss ich dazu sagen, auf was wir achten, und das haben wir eigentlich in der Sierra Nevada nicht getan, dass wir ein Funknetz haben, wenn wir frei stehen. Ja, bei dem einen Stellplatz haben wir keines Ja, gehabt. und Da das, hatten wir da. keins, aber ich habe trotzdem keine Angst gehabt. Nein, aber natürlich nicht, aber es kann ja auch ein medizinischer Notfall sein. Ja. Ja, aber sonst haben wir bis jetzt keine Bedenken und auch keine schlechte Erfahrung gemacht. Und deswegen interessiert es uns einfach, ob wir blauäugig sind oder ob wir nur Glück gehabt haben oder ob das alles gar nicht so dramatisch ist. In dem Sinne habt ihr eure Aufgaben. Wir gehen jetzt auf die Fahrräder und fahren noch eine Runde Ja, und dann genau. beantworten wir die E-Mails und die Kommentare. Macht's gut. Ja, also, tschüss, bis zum Ciao. nächsten Mal.